Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4, dem Remake. Tatsächlich haben wir diesmal kein Kapitel abgeschlossen, daher auch keine Cutscene zu Beginn. Aber ich habe mich hier noch nicht 100%ig umgesehen. So, es gäbe noch den Schießstand. Da ginge es weiter. Und wir können auch hier runter. Da gibt es sicher noch irgendwas zu holen. Ja, natürlich gibt es da noch was zu holen. Da wird später ein Bötchen sein. Ach stimmt, früher war der Händler hier. Ah, wieder ein Schlüssel. Hab ich aber nicht. Oh ja, früher war der Händler tatsächlich hier. Und nicht da oben. Da könnte man auch, wenn ich mich richtig erinnere, konnte man da auch irgendwie von dem kleinen Hütchen hier aufs Dach und dann konnte man da noch was finden. Ich weiß nicht, ob das die Station vom Händler war, wo man auch hinter ihn gelangen konnte. Wo es dann auch noch was zu holen gab. Ich weiß nicht mehr, ob das die Händlerstation war. Naja. Dann sollte hier... Ja, ja. Erstmal will ich noch zum Schießstand, weil es reicht schon einfach eine Runde da abzuschließen, dann kriege ich ein Achievement. Und Achievements sind immer schön. Ja, einfach. Zerstöre die Piraten und erreiche den Highscore. Waffen und Munition sind unbegrenzt verfügbar, noch dazu kostenlos. Basierend auf deinem Ergebnis verdienst du Jetons, mit denen du Spitzenpreise gewinnen kannst. Tausche deine Jetons an einem Jetonautomaten gegen Talismane. Die kleinen Kostbarkeiten bekommst du sonst nirgends, also keine falsche Bescheidenheit. Erstens, du kannst mehrere Ziele auf einmal zerstören, indem du auf eine Stange Dynamit in ihrer Nähe schießt. Zweitens, sei vorsichtig, wenn du einen Matrosen erwischt, werden dir Punkte abgezogen. Für manche Ziele brauchst du mehr als nur einen Schuss. Baller auf sie ein, bis sie zerbersten. Wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst, tauchen Bonusziele auf. Die Bedingungen sind von Schießübung zu Schießübung verschieden. Und du bist der Automat. Mit 3 silbernen oder goldenen Jetons können Sie am Jetonautomaten einen zufälligen Talisman ziehen. Je mehr goldene Jetons Sie einsetzen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, einen seltenen Talisman zu ergattern. Okay. Ja, dann. Ein Gewehr räumt mit nur einem Schuss gleich mehrere Ziele ab. Allerdings lässt die Nachladezeit etwas zu wünschen übrig. Mindestens 3000, mindestens 5000, mindestens 7000, alle plus 1000. Ja, okay. Schauen wir mal. 3, 2, 1, leg los. Ah, okay, ah, das sind Matrosen. Okay. Nein, was mache ich denn? So geht das. Genau so. Komm schon. Ah. Feierabend. Ah, immerhin. ...23 von 27. Ja, von dem besonderen 0 von 6. Tut mir leid. Alles Ansichtssache. Oh Gott, das ist mit dem Gewehr.
Schuss. Nachladen. Oh fuck. Ah, wie schlecht. So, so, fast besser als erwartet. Ziele verschwinden. Was ist das Letzte? Pass auf, dass du zwischen den ganzen kleinen Fischen nicht die großen übersiehst. Eieieiei. Okay. Was? Voraussetzung für Bonus: alle Piraten zerstören, alle Piraten zerstören. Okay, das ist was, wo ich glaube ich privat auch ein bisschen Spaß haben kann. Komm jederzeit, wenn mir mal langweilig ist. Don Pedro. Talismane. Talismane können an jeder beliebigen Schreibmaschine über Koffer anpassend gewechselt werden. Vipern stellen 40% mehr Gesundheit wieder her. Aber von denen muss ich noch welche verkaufen. Ah, kommt, ein Ründchen mit der Pistole geht noch. Nein! Wollte schon sagen. Hervorragender Schuss. Ach, da ist ja noch einer. Nachladen. So geht das. Ups, irgendwas. Nein, was mache ich denn? Och, habe ich jetzt echt den letzten. Ah, 26 von 27, ich glaub's nicht. Ich muss zugeben, wir haben dich unterschätzt, Partner. Und dann noch den einen Matrosen da mitgenommen. Und mein scheiß Controller hat mich abgelenkt, weil der hat mitvibriert. So, und ist vom Tisch geflogen. Was eine Scheiße. Das muss ich jetzt schaffen. Ach Gott. Och nö. Bin sauer. Okay, pass auf. Die letzte Phase, die muss ich anders anstellen. Also, der erste kommt hier. Dann hier. 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 Du. 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 Was mache ich denn? Ja, sorry. Hier, da muss ich einfach nur... Okay, ich hätte gedacht, die Schüsse gehen durch. Ach komm schon! Mann! Na, immerhin. Das gibt's doch nicht. Erstklassige Arbeit. Dann bis zum nächsten. Trotzdem einen S-Rang bekommen. Das ist doch auch was. Dann mache ich jetzt noch, damit ich überhaupt noch einen Jetor krieg. Wieso ist der jetzt aus dem Visier gegangen. So geht das. Oh
Gott. Hä? Geht doch. Ah ja, A-Rang ist trotzdem okay. Du gehst schon. Ach, meinst. Leon mit Flinte, der Verkaufswert von Munition steigt um 40%. Heißt, wenn ich Munition habe, die ich überhaupt nicht haben will, gibt es mehr Geld. Okay. Ja, ja. Ist okay. Hab mir Besseres erhofft. Warum tust du dir nicht was Gutes? Ach, schade, man kann den Händler gar nicht mehr erschießen. Das ging im Original. Naja. Dann halt nicht. Dann geht's jetzt hier weiter. Was sagt die Karte? Hier kann ich Lucky Lucky machen. Auf den habe ich so gar keinen Bock. Also wirklich gar nicht. Das ist eine Höhle. Das Bootsbenzin wird zusammen mit dem Benzin für den Generator im Verarbeitungsgebäude bei der Fischfarm gelagert. Jeder nimmt nur so viel, wie er braucht. Okay. Oh, ist das jetzt der obere Bereich? Ah ne, Fischfarm ist nochmal was ganz anderes. So wie es aussieht. Das ist nicht der... Achso, ne, warte mal. Hä? Ja, egal. Egal. Bevor ich hier jetzt noch verwirrter... Das finde ich nicht cool. Ach komm. Ach ja, mit Eva ausweichen. Ne, 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 werte Dame. Da habe ich was gegen.
Weg mit euch. Abstand. Was machen die denn hier für Teamwork? Weg mit euch. Langsam habe ich genug. Verpiss dich. Nee, vergiss es. So fangen wir gar nicht erst an. Komm her. Hey, ich hab gedrückt, du hässlicher. Motherfucker. Doch, wohl Absicht, aber ganz große Absicht. Am liebsten hätte ich dich noch so richtig leiden lassen. Schön jeden Zehennagel einzeln ausgerissen. Das nehme ich mal mit. Na? Bleib liegen. Na? Jo. Na? Bleib liegen. Boah. Mein Kampfmesser ist bald wieder hinüber. Junge, die sind aber auch heftig. Gut, vielleicht stelle ich mich auch einfach an wie der letzte Eumel. Das will ich jetzt nicht abstreiten. Irgendwer schießt hier mit Pfeilen auf mich. Ach, da oben. Guck mal. Pass auf, ich stelle mich dem mal vor, ja? Hi. Gut. Gleich mal auf die Karte schauen, wo, wie, was, wie ich hier eigentlich lang kann und wo, wie, was. So, durch die Höhle bin ich gekommen, ne? Und dann bin ich rechts und bin runtergekracht. Genau. Und dann ging es auch nur rechts. Na, sowas aber auch. Wow. Er springt aber auch voller Vorfreude einfach rein. Was? Bieper? Hallöchen. Ah, jetzt habe ich nur noch meine Küchenmesser. Das ist nicht so gut. Aber da muss ich durch. So, hier sind noch... Okay, die anderen Amulette sind woanders. Da und da. Da gibt es noch einen Schatz.
der Aufbau hier kommt mir sogar bekannt vor. Okay, da ist ein Sprengsatz. Da ist ein Viper. Na? Ach! Wiese. Oh, das grüne Kraut nehme ich sehr gerne. Dankeschön. Hi. Meine Fresse. Gib doch auf, ey. So, Schatz gibt's wohl da unten. Oder? Ja, hier irgendwo. Ah, ich höre es schon, das ist wieder so eine Lampe. Ja, bis. Gegen die Wand. Meine Fresse. So. Vorsichtig. Wir wollen ja kein Unglück. So, wo ist die Lampe? Ach da. Hätte ich sogar da unten bleiben können. Eine antike Pfeife. Nett. Ginge es da noch? Übrigens sehe ich da. Ich dachte, ich hätte da wen im Wasser platschen hören, aber das sind Fische. Die kann man auch zur Heilung verwenden. Das habe ich nicht vergessen. Und die heilen gut. Man sieht hier auch keinen mehr von den Arschlöchern, ne? Ne. Also ich höre es viel Planschen. Was auf weitere Fische deutet. Also Angeln ist hier nicht zu vernachlässigen, wirklich nicht. Na ja, gut. So. Hier sind noch Dinge zu holen. Wie zum Beispiel Geld. Ah ja. Hier ist noch irgendwo ein Medaillon. Aber wo? Und da unten ist ein Schatz oder so. Oder irgendwo hier. Ich glaube, wir müssen nochmal runter.
Das müssen wir wohl sowieso. Da hinten kommt man da nicht durch. Das heißt, ich muss ja irgendwie hier unten durchkommen. Jawohl. Ah, sehr schön. Sehr schön. Und das letzte ist da drüben. Zwischenziel. Bootsbenzin. Okay. Aber wie komme ich denn da hin? War ich da schon? Anscheinend war ich da schon. Naja, gut. Oh, hi. So, ich sollte jetzt eigentlich genug Vipern für den Verkauf haben. Da ist ein Häuschen. Mit unserem Ziel. Ah, ein kleiner Schlüssel. Schön. Das freut mir. So, hier habe ich dann einen mit dem... Hui, 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 hui. Das war knapp. Hör ich da wen? Madame, wir können drüber reden. Dann halt nicht. Hört die noch einen zweiten Angriff aus, ey. Nein. Ach nein, ich vergesse es immer wieder. Du zoomst ja auf alt. Geht doch. Renn doch nicht. Finde ich nicht so geil. Wo willst denn du jetzt lang? Na, mein Freund? Hey. Haben wir es jetzt? Meine Fresse. Wie die mich hier wieder alle aus dem Hinterhalt angreifen wollen. Finde ich gar nicht nett. Oh, noch eine Viper. Hey! Hey! Bleib mal hier! Drecksvieh. So, jetzt mein eigentliches Ziel, diese Hütte. Ein Ei. Und das Bootsbenzin. Na, das ist doch schon mal was. Das ist richtig. Bin mal gespannt, ob mir schon wieder die nächsten entgegenkommen.
würde mich nicht verwundern. Mal, kommt man, da kommt man doch auch wieder hoch, oder? Wie, da kommt man nicht wieder hoch? Hüpf! Da bin ich falsch. Wie? Ich habe einen Rubin vergessen. Moment, Moment, Moment. Rubin, Rubin, Geld, Money. Oh, hi. Wo habe ich den denn liegen lassen? Da oben. Wo liegt denn da ein Rubin? Hä? Ich denn da einen Rubin liegen lassen? Gibt's ja nicht. Das gibt es doch nicht. Dö. Hier irgendwo. Lol, die hat echt einen Rubin fallen lassen. Und ich hab das übersehen? Meine Güte. Der Optiker ruft. Aber ganz gewaltig. Warte mal, oder? Nee. Da konnte man nur von hier rein, ja. Genau, da habe ich alles geholt. Okay, dann endlich weg hier. So, genau. Und das letzte Medaillon ist hier unten. Irgendwo. Kann ich das eventuell hier schon mit dem Scharfschützengewehr sehen? Einrichtungstechnisch müsste es... Naja, gehen wir mal runter. Ja, kurz richtig hinsetzen. Irgendwo da müsste es doch hängen, oder? Oder tiefer? Ah ne, warte mal. Schau es anscheinend gerade an, mehr oder weniger. Hier ist die Lücke. Da vorne am Eck. Hier irgendwo. Das heißt, ich könnte es vielleicht... Ah ja. Nice. Ein Küchenmesser. Wie nett. Schießpulver. Auch sehr nett. Ein rotes Kraut. Noch viel netter. Tö. Fehlt mir noch eins, ne? Da fehlt mir noch eins. Räum's. Ah, und ein gelbes Kraut. Und noch ein Küchenmesser. Okay. Aber. Wir gehen zum Händler zurück. Weil ich kann zwei Aufträge abgeben. Und, ja. Sachen verkaufen und so. Alles so Dinge, die ich tun muss.
Ja. Hallöchen. Ah, ich sehe, du hast gute Nicht nur mein. Verdient eine angemessene Entlohnung. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Verkaufen, Viper. Ich glaube, 2 Stück reichen dann. Das wollte ich sehen. Ja. Ach, gute Arbeit. So, jetzt habe ich 15 Stück Laservisier. Ein Laseraufsatz, der die Zielerfassung erleichtert, kann auf SG und Punisher montiert werden. Das willst du nicht wissen, Partner. Von der Punisher würde ich eigentlich gerne die Stats sehen, aber da steht exzellente Durchschlagskraft bei geringem Rückstoß. Das heißt ja, ich könnte zum Beispiel meine Pistole verticken. Oh, komm. Oder der Laser. Ach, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Sei ruhig. Dann könnte ich das und das zusammen. Das fände ich schon interessant. Ich glaube, das mache ich auch. Müssen sie zunächst Platz schaffen. Wo soll das noch hin? Deine Hosentasche? Chill, ich krieg das hin. Jetzt lass mich kurz hier basteln. Nichts ist unmöglich. Wie ich dir jetzt beweisen werde. Tada! Eine vernünftige Entscheidung, Partner. Ihre Kugeln durchschlagen so gut wie alles. Bei dem seinen roten Augen frage ich mich übrigens auch, ob der infiziert ist. Alles? Verkaufen. Ja, die Punisher ist auch mehr wert. Ob Rubine oder Rakon. Aber jetzt will ich mal kurz gucken. Moment. Hier, Punisher. Untersuchen. 0,9 mit 12er Magazingröße. 1,1, 1,05, 4,5. Warte mal, 1. 0,9. Ist ein bisschen schwächer. 12er Magazingröße. Du hast 10. Nachladen 1, 1 und 4. Bei dir ist es 1,1, 1,05, 4,5. Und ich kann bei dir halt noch das Laser-Ding montieren. Also hauen wir die alte Pistole mal weg. Außerdem die Pfeife, der Seitenkristall und der Rubin. Ein hervorragender Deal. So, jetzt holen wir uns noch den Laseraufsatz. Wusste doch, dass du dich dafür entscheidest. Ich hab nur die angenehme. Laservisier. Zubehör auf die Punisher. Dankeschön. Oh, ist mein Inventar zugemüllt. Jetzt hier mal ein bisschen gucken. Bisschen Ordnung wieder reinbringen hier. Die TMP-Muni will ich halt nicht wegschmeißen. Machen wir es so. Okay. Die TMP-Muni will ich nicht wegschmeißen, weil ich habe ja die TMP einfach nur aktuell gelagert. Weil ich aktuell mit Gewehr plus Sniper plus Pistole eigentlich gut zurechtkomme. So, was ich jetzt immer noch machen kann. Ich habe ja noch ein bisschen Schießpulver. Noch ein bisschen Blindenmunition herstellen. TMP-Munition kann ich auch noch mal herstellen. Oder auch Gewehrmunition. Wie viel Schießpulver habe ich? 14. Dann mache ich die MP-Munition. Cool, sogar einen Herstellungsbonus bekommen. Das ist ja cool. Und nochmal Pistolenmunition. So.
Ja, das ist doch okay. Das ist doch okay. Zwei Küchenmesser. Ah, mein Kampfmesser kann ich reparieren. Genau. Tunen, reparieren. So gut wie neu. Dankeschön. So, dich tune ich mal. Probier mal, ob's passt. Inklusive Magazingröße, Feuerrate. Sollte den Unterschied sofort bemerken. So. Wäre das verkommen, jederzeit wieder. Okay. Dann auf und davon. Achso, warte mal. Die muss ich ja wieder zuweisen. Schnellzugriff auf die 1. Nice. Oh ja, mit dem Laservisier, das hat was. Das ist cool. So, und jetzt kommt was. Ich habe richtig Schiss jetzt davor, ne? Also davor habe ich jetzt richtig, richtig Schiss. Was ist denn da noch? Achso, Steinsockel, ja, da fehlt uns aber noch der dritte. Das dritte Ding. In der Nähe vom Händler war eine Verschlossen. Egal. Da komme ich ja sicher nochmal vorbei, deswegen. Alles easy. Alles easy. Ich habe Angst. Aber ich muss. Das ist ja noch uncooler. Es ist wie früher. Es hat sich nicht verändert. Aber das finde ich cool. Nicht mit mir, mein Freund. Oh Gott, oh Gott. Okay. Ich hatte jetzt Angst, jetzt kommt. Hast du einen Mordshunger, hä? Oh Gott. Oh, das war knapp, glaube ich. Wo bist du? Verrecke.
Oh Gott! Oh. Na, zeig dich. Wo bist du hin? Hab dich. Mich kriegst du nicht, Alter. Okay, das war eindrucksvoll. Komm schon, gib auf! Gott sei Dank, geschafft. Ja. Da wäre ich auch platt. Die Las Plagas sind schon am Wirken. Kapitel beendet. Okay. Speichern. Ah, ich kann ja jetzt auch meinen Koffer anpassen mit dem Talisman, ne? Vipern stellen 40% mehr Gesundheit wieder her. Verkaufswert von Munition, dann nehme ich die Vipern. Links anbringen, in der Mitte anbringen. Machen wir links anbringen. So. Speichern wir nochmal. Cool, dann würde ich sagen, war's das für heute. Dann starten wir nächstes Mal wieder mit einer wunderschönen Cutscene, hoffe ich. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel. Adios.